Hallo, mein Name ist Alexander Schumann und heute habe ich einen praktischen Tipp. Und zwar, eine Fliegenklatsche ist so ziemlich das ungeeignetste, um eine Fliege zu töten. Man muss sehr schnell sein. Eine Fliege reagiert 10-mal schneller als ein Mensch. Und je schneller das man ist, umso mehr Sauerei gibt es hinterher. Die Fliege ist dann zermatscht an der Wand oder am Monitor oder je nachdem, wo sie sich gerade hingesetzt hat. Schlimmstenfalls auch noch beim Essen ist es also alles andere als appetitlich. Ich bin durch Zufall auf eine Methode gestoßen, die nicht die Schnelligkeit der Fliege ausnutzt, sondern das Sehvermögen der Fliege. Und wie ich drauf gekommen bin, erkläre ich in einem der nächsten Videos, aber jetzt geht es mal darum, diese Falle zu bauen. Viel Spaß! Um die Falle zu bauen, benötigen wir das scharfe Messer oder irgendein anderes Schneidgerät, eine leere Plastikflasche. Ich schneide mit dem Messer das Etikett ab. Und wenn das geschehen ist, kommt der Boden dran. Also den Boden der Flasche abschneiden. Hier bitte vorsichtig sein, nicht dass mehr abgeschnitten wird. So, das war schon, die Falle ist fertig. Und jetzt gehen wir daran, sie zu testen. Sind wir bei den Mülltonnen. Im Haus habe ich leider keine Fliege gefunden. Und die Falle funktioniert so. Man stülpt sie einfach über die Fliege. Weil sie durchsichtig ist, sieht die Fliege die Falle nicht und kann demzufolge auch nicht abhauen. Ja, das Prinzip ist einfach, aber genial. Wichtig ist halt, dass man eine transparente Flasche nimmt, also keine blaue oder so. So, wir lassen die Fliege wieder frei, damit sie vom Vögel gefressen werden kann oder so. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben. Und wer wissen will, wie ich auf die Methode gekommen bin, der abonniert am besten meinen Kanal. In einem der nächsten Videos werde ich näher darauf eingehen. Danke und tschüss.